Die Klimakrise ist wirklich akut. Können wir da überhaupt noch was tun? Das ist eine sehr spannende Frage. Herzlich willkommen bei Do the Right Thing. Heute sprechen wir über die Klimakrise. Da es ein so komplexes und vielseitiges Thema ist, werden wir uns mit der Expertin Julia Benz unterhalten und uns Ratschläge und Fakten von ihr einholen. Hallo Julia! Hi! Hallo! Magst du uns vielleicht zu Beginn einfach erstmal den Unterschied zwischen Klima und Wetter erklären? Das ist ja so ein typisches Missverständnis zwischen Klima und Wetter, ne? Und es hat natürlich auch miteinander zu tun. Heute ist es heiß, morgen ist es kalt, ja, also das ist Wetter. Und Klima bezeichnet eher so eine Tendenz über 30 Jahre zum Beispiel. Kannst du uns vielleicht einfach einmal kurz erklären, was hat das mit der Klimakrise auf sich? Was hat das mit dem Klimawandel auf sich? Die Klimakrise hat zwei ganz große Punkte. Der eine ist, dass wir auf der Erde halt einfach sehr viel mehr sind als vor der industriellen Revolution. Auf der anderen Seite hat sich aber auch unsere Lebensweise dramatisch verändert. Wenn man sich unser Konsumverhalten anschaut, was wir essen, wo das herkommt, was wir anziehen, wie wir uns fortbewegen, das hat alles den Einfluss auf die Ressourcen und auf das Klima. Ich glaube, ich habe da mal was von einem Treibhausgaseffekt gehört. Magst du uns das vielleicht noch mal erklären, inwiefern das miteinander zusammenhängt? Wir haben einen natürlichen Treibhauseffekt. Der ist auch ganz wichtig, sonst hätten wir praktisch eine Eiszeit. Das bedeutet, dass die auftreffende Sonnenenergie, die dann auch von der Erde wieder reflektiert wird, in der Atmosphäre gehalten wird. Was jetzt dazu kommt, alle möglichen Verbrennungen, wie jetzt von Holz, von Benzin, von Diesel, von Kohle und so weiter. Damit werden die sogenannten Treibhausgase freigesetzt. Was bedeutet, dass da immer weniger Sonnenenergie in das Weltall entweichen kann und damit die Temperatur steigt. Was sind denn weitere Konsequenzen, die sich aus der Erderwärmung ergeben? Man muss sehen, dass dieser Anstieg von einer Durchschnittstemperatur, der ist nicht gleich auf der Erde. Es gibt Regionen, die erwärmen sich sehr viel mehr als andere. Und dann gibt es über lange Zeit keinen Regen. Auf der anderen Seite Starkregen, der dann zu Überschwemmungen und zu Sturzfluten führt. Was würdest du denn empfehlen, wie man positiv zu der aktuellen Klimakrise mit beitragen kann? Was ist denn wirklich wichtig? Ist es das, dass ich mir jeden Monat was Neues zum Anziehen kaufe oder irgendwie einen Kurztrip nach London mache? Oder brauche ich jetzt ein Auto? Unsere täglichen Konsumentscheidungen haben alle Einfluss mehr oder weniger auf das Klima. Jeder Mensch hat ein unglaubliches Potenzial, die Welt zu verändern. Zum Beispiel Greta ist ein unglaubliches Beispiel dafür, wie eine Jugendliche ein Movement anstoßen kann. Ja? Und ich glaube, dieses Potenzial hat jeder. Reicht das denn überhaupt? Ist das nicht auch wichtig, dass irgendwie die Wirtschaft sich transformiert und die Politik auch einfach mehr macht? Wir können den Druck auf die Wirtschaft und auf die Politik ausüben. Jetzt auch mit dem Klimapaket, das wurde zwar hart kritisiert, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung. Und ich denke, dass dieser Schritt nicht so groß gewesen wäre eventuell, wenn nicht so ein starker Druck ausgeübt worden wäre, wer zum Beispiel von den Fridays for Futures ausgeübt wurde. Jeder Einzelne kann sein Verhalten verändern, aber es ist wichtig, den Anschluss an das politisch-gesellschaftliche System zu suchen. Das war doch ein super interessantes Gespräch. Spannend fand ich, dass jede Konsumentenentscheidung ja letztendlich eine Nachfrage herstellt, die die Unternehmen dann bedienen und ihr Angebot danach richten. Wir sollten also unsere Stimme erheben und Politik und Wirtschaft mitgestalten. Wenn ihr noch weitere Anregungen habt, weitere solche Expertenvideos sehen wollt, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns auch einen Daumen nach oben da. Das würde uns mega helfen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren und vergesst nicht auf die Glocke zu klicken, um keine weiteren Videos zu verpassen. In diesem Sinne, do the right thing.